Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Heute mit allen außer Bram und wir schauen uns an This is Rally 20, the best scenes of rallying, pure sound. Alter, pure sound klingt cool. Ja, pure sound. Man muss ja gar nicht sehen. Wenn dann leicht die Knochen brechen, wenn ihr da reinfahrt. Oh mein Gott. Tschüss. Alter, was? Also, die weiß ich nicht, ob mir das genug wäre für mein Leben. Vertrauen ist da. Das ist doch eine Leitplanke. Ja, eben. Ja, das reicht doch. Willst du mehr? Da kann auch nichts abfallen von diesem Auto, was dich dann irgendwie durchbohren könnte. Wenn du mit 120 oder so Sachen reinballert, weißt du so. Da gibt's, was soll da passieren? Familie. Das ist eine Leitplanke. Ich finde das komplett wild. Komplett. Ja, lass doch. Oh, wow! Oh mein Gott, Alter. Was? Der küsst vom Reifen. Alter, als ob. Du siehst es ja vorher auch nicht. Die haben nur die Ansage, 5 hart links. Und dann macht er das einfach. Ja, die kennen ja schon ein bisschen die Strecke. Also ja, also, wow. Ich glaube, die fahren die komplett blind. Die können kann eigentlich auch mit. Eigentlich sollten die das ich mit, wie heißt denn das hier, mit so einem Sichtschutz zum Schal, Augenbinde, genau. Krank, ey. Also, bevor wir es vergessen, kein PietSmiet React auf Rally-Content ohne die Aussage, das ist Übermenschensport. Ja. Ich würde gerne mal mitfahren. Und auf danach. Du würdest gerne mal mitfahren? Ja, mega gerne. Ist doch mega gut. Also, ich war doch auf dem Nürburgring. Nee, wo waren wir? Am Sachsenring. War doch auch mega gut. Ich glaube, ich wäre super gerne mal mitfahren. Nürnberg waren wir, meine Fresse. Ich hätte da so Bock, ich hätte sogar selber Bock, da zu fahren, aber dafür, also da habe ich Angst vor. Ja, Lieber fahren als mitfahren. Lieber fahren als mitfahren. Ja, aber dann fährst du voll läppsch, das ist ja dann lame. Ja, aber wenn du an deine Grenzen gehst, fühlt sich das nicht läppsch an, auch wenn das langsam aussieht bestimmt. Ja, aber wenn du an deine Grenzen gehst, kommst du auch irgendwann an deine Grenzen auf Control und bei solchen Strecken, da will ich da glaube ich. Da vertraue ich dann eher jemandem, der das kann. Ja, ich würd dann halt vorsichtiger fahren. Die fahren ja auch nicht 150%. Also wenn die solche Journalistenfahrten oder wie man die auch immer nennt, Touri-Fahrten machen, dann fahren die ja sowieso noch ein bisschen mit angezogener Handbremse. Dann fahren die nur 100%. Ja, bei Christian 150. Boah, Alter, ey. Geil. Also dieses Kreuz von Jesus, das steht da aber auch wild. Ja. Deswegen steht auch da niemand in der Kurve. Boah! What? Ey, die Kamera hätte ich da gerne mal gesehen. Alter, aber trotzdem möchte ich einmal anmerken. Ja. Ich hab ein bisschen Du hier gar nichts, das ist hier Schotter. Da. Mit Kreuz. Ja. Jetzt von der Strecke das abgekommen? Jesus-Ding. Nee, das ist doch ein. Musste man inzwischen die Pillar fahren? Jo, was ich sagen wollte. Geiles Standbild. Finde ich auch ein geiles Standbild? Ja. Aber ist das links? Also, könnte der jetzt nicht rechts aufkommen, voll nach links durchziehen? Ja, natürlich. Und dann haut er die alle platt. Komplett durchrödeln? Ja, deshalb würde ich mich da auch niemals hinstellen. In jeder Kurve kann der sich so überschlagen, dass der den Reifen verliert, der volle kann in die Zuschauer ballern. Man muss schon sagen, die sind schon in der im Innenbereich der Kurve, ne? Also normalerweise würde das ja eigentlich. Ja, aber normalerweise würde es ja die nach rechts raustragen. Ja, aber das meint Peter ja, wenn er auf die Anhöhe kommt, dann. Geht er nach links. Generell, glaube ich, ich würde mich nirgends. Ich würde von einem Balkon von einem Haus das gucken. Ja. Aber kein Holzhaus, muss schon richtig Steinhaus sein, ne? Sonst, soll das heißen? Ja, weil sonst fährt er dir einfach durchs Haus durch. Ja, der Holz ist stabil. Also ich würde mich da, glaube ich, wenn weder zwei links Tonnen noch durch dein Haus durchrödeln, ne? Also das habe ich jetzt gelernt aus den Videos. Also der Shot ist auf jeden Fall 10 von 10. Der ist mega nice. Boah, die eine ist sogar umgefallen. Sieht cool aus. Boah, oh, was? Okay, das gut, das ist dann, da ist fährt. Der Reifen. Ja. Oh, krass, ja, das war aber auch ein Timing, Alter. Das sieht gut aus. Bam, Junge. Gut, dass der so ein krasses Objektiv hat und nicht daneben stand. Der Fahrer ist auch rausgeflogen. Alter.
haben die. Das ist aber auch eine geile Kurve. Bei solchen Videos hier schreiben die nie bei No One Was. Da sieht man das doch. Ah, so viel sehen die, ja. Das war ja. Ja. Cool. Durch den Helm siehst du ja eh nicht mehr. Dann siehst du die Leute zumindest nicht, die da am Horizont warten. Das gut. Blendet die Sonne dich auch nicht. Ja, auf zwei Reifen wieder hingefallen. Für die Fans. Siebte verloren, gar kein Problem. Boah. Das war die Kamera. Das war die Kamera. Alter, was? Heftig. Das ist doch keine Straße, der geht heute wandern. War das die Flagge von Wales? Ja. Das die Niederlande. Der Hupner. Boah! Oh mein Gott! Ja. Oh da mein Gott. Da kann nichts passieren. No one was harmed. Oh mein Gott. Könnt ihr den jetzt rübertragen über den Fluss? Also. Alter. Ist der über den Fluss gesprungen? Ja, da war so ein kleiner Graben. Also da rutscht das Herzchen schon in das Höschen. Jetzt das Späteste, dass ich das lieb. Alter, das ist so ein kleiner Graben. Ja, verstehe. Also deshalb kann der da nicht wieder zurückfahren. Rechts kann der auf jeden Fall wieder zurückfahren. Die können gar nicht da abhauen so schnell. Das ist richtig. Ja, aber guck mal, die einen waren smart, die haben sich oben an die Böschung gestellt, ne? Und die anderen dachten sich, ja, da sieht man nicht so gut, da gehe ich mal ein bisschen näher ran. Vor allen Dingen, das ist ja wirklich im Außenbereich der Kurve, das muss ja rechts abbiegen eigentlich. Das heißt, der wird ja auch einfach von der klassischen Streckenführung genau da reingetragen bei einem Fehler. Richtig. Und der Heuballen, der stand da bestimmt schon mal so, dass die ja, da nicht sagen. Durchfahren. Also da ist schon jemand mit dem Hinterreifen mal gegen gedutscht und hat den weggeschoben. So sind da Heuballen und da ist in der Mitte was frei. Genau da, wo du so durch... Ja. Oder ist da nicht frei und der hat halt gerade weggehauen. Nee, das war vorher. Nee, der lag vorher schon daneben. Ja, dann ist das für den Fußgänger, damit die da hochkommen. Mhm. Schwierig. Alter, boah, die eine Frau auch voll erwischt. Krank. Einfach nur krank. Ah, geiler Dancer Evolution. Ein bisschen mit seinem Arsch gewackelt für die Optik. Oh. Boah, Alter. Wo ist der rein? In die Innenseite der Kurve, glaube ich. Junge hat der Glück, Alter, der mit der Böschung. Ohne Scheiß. Da stand es. Aber der ist in die Innenseite der Kurve. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Hat er echt. Der kann er gar nicht. Das sind auf jeden Fall schon dicke Unfälle, die wir da auch jetzt drauf haben, ne? Aber guck mal, die ein bisschen mehr Windschutzscheibe. Aber das ist ja soweit komplett langweilig hier schon. Aber ich finde gut, dass nicht jeder Klippenunfall ist, dann weiß man, wie die Sache ist. Genau. Und dann denke ich dir, boah, fährt der geil und auf einmal bäm. Und das ist alt. Oh mein fucking Gott! Alter, das ist ja jeder, der muss mal wirklich den Arsch pressen. Das war stark. Ja, gehst du schön mit deinem Kind dahin. Aber wobei, Kinder könnten noch unters Auto da, kommen. Da, wo die standen, war es aber tatsächlich noch, weil die so klein sind. Die haben auch noch bewegliche Knochen und so. Ja, stimmt. Die wachsen eh noch zusammen. Ja. Ja, kurz mal zeigen. Ja. Und dann wieder weiterfahren. Das ist krank. Das ist so ein Dunkeln. Guter Shot? Mhm. Auch gute Quali. Ja. Ich hab nicht mal 4K. Ja, gute Quali. Ja, aber das ist Schnee. Geil, jetzt vor allem Schnee ist krass. Eis im Schnee. War gar nicht mal so geil. Alter, auf die Gartenstühle. Holy shit. Alter, was? Holy shit. Ich will auch gar nicht mein Haus da haben. Stell dir vor, die fährt einfach komplett gegen deine Wand. Das ist doch, das ist doch, das, keine Ahnung, das Haus ist doch dann. Out of control. Good job. Kann sich so eine gesamte Statik von dem Haus verziehen? Das war am Ende mit Sicherheit. Wenn du da so einen Klinker hast? Natürlich, wenn du eine tragende Wand einreißt, hast du halt ein Problem, weil das ist ja nicht umsonst eine tragende Wand. Wobei, aber also wenn du vorne in eine Wand reinfährst, dann fällt das noch nicht zusammen. Dann hast du ja erstmal ein U, aber du musst ja, also wenn du den Viereck siehst von deinem Haus. Viereck, Bram. Also wenn du zwei tragende Wände wegmachst, dann ist doof. Ja, okay. Gib da so ein Fallback. Denn, also so viel Durchschlagskraft hat so ein Ding doch auch nicht. Zwei Wände. Nee, wahrscheinlich also nicht. Außer also, das ist die tragende Wand da von irgendwelchen Häusern in, weiß ich nicht, in USA, die da aus Pappmaché sind. Ja, da kannst du einfach durchfahren wahrscheinlich. Ja, wenn du mit so viel Geschwindigkeit hier reinballerst, dann ist auch die Wand weg. Ja, eine auf jeden Fall. Ja, eine würde ich auch sagen. Aber auch wahrscheinlich das Auto. Ja. Ja.
Wir sollten das vermeiden. Achso, wir, okay. Ja, also. Ja, gut, dass ich nicht an der Straße wohne, wo dann so ein Rallye passieren wird. Das sind aber immer Fälle, ey. Dann. Ja, unwahrscheinlich. Der hat auch schon eine Rakete dabei, ja, das wäre schon. So Bomben. Da stehen aber einige Kameras. Ja, gar nicht. Junge, 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 das ist Griechenland, oder? Oder Spanien. Ui, ui, ui. Oder was? Guck mal, einmal durch den Haus. Zeltplatz durch. Alter, was? Oh, ein blaues Zelt, der hat gerade noch gepennt. Der Blutzelt hat, glaube ich, eine Gehirnerschütterung. Alter. Guck dir das an, wie lame das ist. Da passiert ja gar nichts. Der fährt ja nur. Das ist schon eine geile Stelle. Der fährt ja nur ein Zelt. Boah! Nice. Das ist eine gute Arbeit. Die Shots bei der Formel 1 mag ich auch mal gerne. Die Monaco. Der Andy war da. Andy von der Mike Look hier ist. Luca Video. Oh. Videoproduzioni. Games. Oh, oh, der hat nicht so gut hingekriegt. Oh, damn. Einmal das Schild gekriegt. Oh, das ist eine schwierige Stelle, hä? Ja, schau mal. Da ist ein Richtungswechsel drin wahrscheinlich. Ja. Attenzione. Leute, wenn ach, ihr da schauer seid, seid ihr aber schneller. Scheiße! Kein Solar heute mehr. Ja, natürlich an diese Brücke, wo jeder drunter hergefahren ist. Ja, oh mein Gott, da stehen die noch. Ja, weil die wahrscheinlich komplett kaputt sind. Jetzt kannst du mal gucken, was man so sieht. Und zwar nichts. Ja. Da rennen die einfach alle weg. Oppi, Oppi Mitti. Das gibt sogar eine ganze gelbe Flagge. Mach die mal ein bisschen früher. Ich wollte auch gerade sagen, ne. Ja, aber wo willst du dich denn da hinstellen, Peter? Iceman? Moment. War da Iceman? War da Kimi? Ich hab mich auf die Flagge geachtet. Ja, das ist alles Italien. Das ist nicht nach, aber Iceman steht drauf. Ja, ich hab nur nicht auf die Flagge geachtet. Ist das blau oder grün? Ja, sieht blau aus. Ich würde sagen grün. Ja, dann ist es auch Italien. Ist ja total blöd. Ja, Italien. Ja, das ist Italien. Ja, mega. Wo bleibt der Grip? Porsche Rallye fahren ist auch eine wilde Nummer. Ja, aber geht, ne? Kannst du wahrscheinlich mit jedem Auto machen. Nee, muss schon aber tief nicht verheiratet haben. Geh auch mit dem Renault Clio. Ja, das stimmt. Ja, aber wer weiß, wie der getuned ist. Oder aber ist das einer? Ist hoffentlich einer. Das ist ein Renault. Renault ist es, aber mit vielleicht ist es auch ein Karo Green. Das ist er. Huh. Ja, das oder ist Punto? Der ist Fiat. Ah, Fiat. Oh, guter Shot. Ey, da guck ich mir lieber Tour de France an, wenn die an mir vorbeifahren. Tarmac ist ja langweilig. Ach du Scheiße. Und dann kommt das Karnickel aus dem Busch. Ja, das Karnickel hat er nachher verloren. Das ist aber Formel 1 aus dem Busch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und guck mal, da stehen sie auch alle. Oh mein Gott. Und ich weiß, was wir bei unserer nächsten Tour machen. Auf gar keinen Fall fahren gehen. Wir können mal Rallye gucken. Okay, die sind tot. Die mussten rennen. Nee, der hat die Kamera noch etwas. Ach, der ist über den drüber geflogen. Ja, cool. Ui, der Klaxen. Ach, schade, ich dachte, der fängt sich wieder. Oh, der fährt noch. Jawohl, komm. Oh, der brennt direkt. Alter, der hat ja. Da ist nur ein bisschen Feuer. Das ist Special Effect. Leicht am Dreier. Und dann geht meistens die Tür. Oh. Das war schon cool. Heftige Dinger, ey. Das war richtig crazy Video, aber fand ich auch ziemlich awesome, muss ich sagen. Krass, ey. Respekt an die Leute, die da auch immer filmen, ne? Hört nicht auf damit. Und denkt vielleicht dran, ihr braucht immer geilere Shots, die wir gucken. Vielleicht gibt's ja in der Community selber einen Rallye-Fahrer, der uns mal mitnimmt. Finde ich cool. Ja, Sepp mitnimmt. Sepp, ja. Hallo, ich dachte, ich würde auch gerne mitgenommen werden. Wir fahren Christian und Sepp mitnimmt. Ja, warum wollt ihr denn da nicht mit? Das ist nur mitfahren. Ich möchte lieber selber fahren. Ihr muss ja nicht 300 km/h fahren, reicht 180. Ich habe keine Kinder, ich möchte da nicht die zurücklassen. Ja. Die nicht vorhandenen Kinder. Du musst sie dann übernehmen. Genau. Also, Banger-Video, muss ich sagen. Vielen lieben Dank dafür. Danke euch fürs Einschalten. Original verlinkt in der Videobeschreibung. Da gibt es bestimmt noch sehr viel mehr geilen Scheiß. Euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschö.